Ich bin's, Mickey Mouse. Pluto bei Fuß. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Retro-Dienstag. Wir sind mal wieder an einem Dienstag angelangt und es gibt wieder frisches Material. Wir haben uns ja letzte Woche schon um ein Spiel gekümmert, was wir noch nie gespielt haben. Und auch diese Woche habe ich mir das mal wieder zur Aufgabe gemacht. Diese Woche sogar ein bisschen anders, denn wir spielen Kingdom Hearts. Es gilt als eines der besten PlayStation 2 Spiele in der Geschichte. Ist auch übrigens das erste Mal, dass wir PlayStation 2 hier spielen zusammen. Es soll eines der besten PS2 Games der Geschichte sein. Und ich bin gespannt, wie sich das tatsächlich verhält. Ne? Weil ich habe mich davor so immer so ein bisschen gescheut, ne? Weil ich da ein klein wenig Furcht vor hatte. Weil das eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Es kommt mir eher vor wie so ein Kindergame. Und ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von Kindergames. Den großen Nachteil hier schon mal, man kann Cutscenes nicht skippen. I've been having these weird thoughts lately. Mhm. Real no night, eh? Like, is developed by Squaresoft. Or not. Hm. Und er wird jetzt in die Disney-Welt geworfen, oder wie? Und Kingdom Hearts ist ja ein Klassiker. Und damals in der... Und damals in der, diversen Kritiken. Ach, guck mal, man kann skippen. Nein! Hä? Oh, fuck, es geht ja gut los, du. Geht ja richtig gut los. In der Kritik, sowas von gelobt. Weil es ein Hammer-Game war. Und jetzt habe ich mir den. Ach. Warum kann man eine Cutscene abbrechen? Aber nur nach hinten versetzen, dass ich sie nochmal anschaue. Und warum kann ich sie nicht abbrechen? Und das Spiel geht los. Boah. I've been having these weird thoughts lately. Mein O-Saft, du, der schmeckt aber auch schon ein bisschen. Spielen übrigens die PAL-Version, das heißt nur mit 50 Frames per Second. So war das ja damals. NTSC-Version waren dann die. Die mit 60 FPS die Sekunde liefen. 60 Frames die Sekunde. Deshalb nicht wundern, dass es nicht ganz so flüssig aussieht wie ein amerikanisches Spiel. So. Power sleeps with you. If you give it form, it will give you strength. Choose well. Press Kreis to jump. Okay. The power of the warrior, invincible courage, a sword of terrible destruction. With a Mickey Mouse sign on it, eh? Ich mein Mickey Mouse! This power is this the power you see? Yes. Your path is set. Now what will you give up in exchange? Yeah, my dick. Wanna suck my dick? The power of the mystic, inner strength, a staff of wonder and ruin. You give up this power? Yes. Don't need this shit. You've chosen the power of the warrior. You've given up the power of the mystic. Is this the form you choose? Yes. Copy.
Ravi nicht, aber ist ja auch egal. Man juckt so, ne? Ja, aber hab eigentlich lange nicht rasiert, ne? Das sieht man ja auch schon ein bisschen, ja schon wieder ein bisschen pelziger geworden, aber. Oh, da geht doch noch was, oder nicht? Meiner nicht. Meiner nicht, da geht noch was. Ach ja. Was kommt denn jetzt noch? Cinderella oder was? You've gained the power to fight. Press X to attack. Hab ich. Alright, you've got it. Warum springe ich nicht mit X und greife mit Kreis an? Use this power to protect yourself and others. The green gauge displays your hit points or health. If you run out of HP, you'll be taken to the continue screen. The blue gauge shows your magic points. Magic is still a mystery to you. There will be times you have to fight. Keep your light burning strong. Ja, kommt her, Kollegen, ihr Schwammigen. Mann, hab ich die zerschnitten. You gain experience by defeating enemies. With enough experience, you gain a level. Furthermore, defeated enemies sometimes leave items behind. You can take these items by walking up to them. Different items can do different things, like restore HP or MP. Health points or hit points or mana points. Flashlight on behind you! When you can lock onto a specific target by pressing R1, lock on will appear in the upper left corner on the screen while you're locked onto a target. Locking onto a target limits the actions available to you, especially against other targets. Press R1 again to release the target to lock. Mal geregelt. Gute Boots, Mann, gute Boots. Holy shit, ey, der Junge hat aber auch Albträume, er wird mal weniger Goofy und Max gucken. Naja. Vor allem, dass der Junge keine Sprachausgabe hat, ist das richtig so? Ich hoffe, das liegt nicht an meiner Emulation. The door. This is the field icon. It pops up whenever a special command is available. You can examine nearby objects by selecting examine and pressing X to confirm. I can't open it. I need a key. Ah, eine Box. Open the box. So. Zack, zack. Was war drin? You can push large cranes. Okay. Scoobon. You can also smash them. Can take these items by walking up to them. Potion. Use the item with the items coming. You can lock on the object as well as enemies. While locked on, press L2 to switch your fuckers between available targets. Okay. Lift. So, is the door opened? Examine. Ja, komm schon, Kollege, geh da jetzt ruhig oder was? Very good, man. Ah, erstmal stretchen. Schon wieder so eine alte, da. Oh,
First, tell me more about yourself. Press the select button to shift up to the first person view. You can then use the left analog stick to look all around. Press the select button again to return to standard view. Oh yeah. Ego perspective. Klingt zwar nicht so. Was bist du denn für ein? Dein Jesus, sondern. Ja. Können wir quatschen? The attack command has changed to talk. Select talk to strike up a conversation with someone nearby. Being number one, friendship, my prized possessions. Friendship. Friendship such a big deal? Here, maybe it is. What do you want out of life? To see rare sights, to broaden my horizons, to be strong. To be strong, huh? What are you so afraid of? Getting old, being different, being in decades, getting old. Is that really so scary? You want friendship, you want to be strong, you're afraid of getting old. Ah, Psychologentest jetzt hier auch noch, oder was? Your adventure begins at midday. Keep a steady pace and you'll come through fine. Sounds good. The day you will open the door is both far off and very near. Aha. Gut zu wissen. Ah, herrlich. Ah, ja, ist jetzt noch nicht so herrlich. Hä? Ich war doch gerade auf so einem Bootssteg. Warum bin ich denn jetzt hier wieder in so einer Cinderella-Welt? Oder was auch immer, ich kenne die Märchen alle nicht. Die Disney-Prinzessinnen-Welt. Was muss ich denn machen? Press the start button to open the menu screen. I mean, you get this thing like view inventory and there's a game setting. Oh, here really you can open the menu. Yeah. Pause. Hä? Na, oh, that's just it. Richtig harte Jungs. Wow. Jetzt kommt so ein AOE-Angriff bestimmt. Meine Güte. Kann ich überhaupt Schaden machen? Damage oder was? Mein Gott, der hat es nicht drauf. Das war's. Oh Mann, ey. Ich würde gerne ein bisschen spielen. Ich hoffe, dass es nicht das. Ich habe auch noch nie ein Video dazu gesehen oder so. Ich bin da wirklich blind dran. Das ist ein Save Point, Touch Save Points. Oh, Autosave gab es ja damals noch nicht. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Viele Games kriegen das bis heute nicht hin. Ist ja schon ein Segen, dass GTA das hinbekommen hat mittlerweile. So, da hoch. Kamera Change nicht mit Analog Stick, sondern. Mit R2 und L2. Also schön gemacht ist es, muss ich sagen. Also so grafisch und so. Ich finde halt komisch, dass die keine Stimmen haben. Bei Goofy und Max. The closer you get to light, the greater your shadow becomes. What else? Das ist gruselig. But don't be afraid. And don't forget. Alter! Das Ding ist ja riesig. Mit Brustmuskeln. Und Haare auf dem Kopf. Da fehlt ein Herz. Hat kein Herz. Scheiß Dreck, Bossfights hier oder was? Log on, yeah. Warte. Warum steckt denn ein anderer im Boden? Also hier, ein bisschen auf die God of War. Also jetzt vom Boss her, oder Shadow of Colossus.
Da gab's auch noch Pattern. Level up, Strength. Yeah. Komm. Warte mal jetzt mal ruhig. Ich hätte übrigens alles andere als episch. Keine Ahnung, ob den das da am Arsch macht. Oh. Zack. 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 Dann war's? Dann bin ich tot. Mach dir doch mal die Brustmuskeln. But don't be afraid. You hold the mightiest weapon of all. Almighty Tip Demonstrator, don't forget, don't be afraid. Komm schon. You are the one who will open the door. Episch. Sehr episch. Jetzt bin ich wieder da auf dem Bootssteg, oder wie? Oh, am Strand. Venice Beach. War die schon wieder. Mann, haben die alle große Latschen. Sieht ein bisschen aus wie bei Pokémon Colosseum. I knew that I'd find you snoozing down here. Und die haben Stimmen. Oh, this huge black thing swallowed me up. I couldn't breathe, I couldn't... This huge black thing? Are you still dreaming? It wasn't a dream. Or was it? I don't know. What was that place? So bizarre. Yes, sure. Tja, er mag große, schwarze Dinger also nicht. What was your hometown like? You know, where you grew up? I've told you before. I don't remember. Nothing at all? Nothing. You ever want to go back? Well, I'm happy here. Really? But you know, I wouldn't mind going to see it. I'd like to see it too. Along with any other worlds out there. I want to see them all. So what are we waiting for? Hey! Aren't you guys forgetting about me? No. So. Me. I guess I'm the only one working on the raft. And you're just as lazy as he is. So you know this. Okay, we'll finish it together. I'll race you. Huh? What? Are you kidding? Ready? Go! Oh man. Wie so Affen, ey. Kingdom Hearts, Disney und Squaresoft. Ja, und damit beginnt das eigentliche Spiel, denke ich mal. Das war jetzt so die Einführung. Und dann geht es jetzt schon los. Destiny Island. Die Schicksalsinsel. Kann die denn? So you can gather the rest of the supplies? Sorry, you're listening to me here, head. Okay, here's what you need to go to find. 2 locks, 1 cloak, 1 rope. Bring everything back here. If you need help, just ask. I'm counting on you. Keine problemas for me. 2 locks, 1 cloak, 1... Scheiße! 2 locks, 1 cloak. I'm a little lost. You'll find locks. I'm counting on you.
saw some clothes. A robe! One robe! Okay. Ja, dann gucken wir uns mal. Da ist ein Lock. Obtain Lock. Keine Problemas for me. Sehr idyllisch hier. Idyllisch? Idyllisch, meine ich. Idyllisch. Mit Ü-D-Ü-L-L-Isch. Ja, da ist ein Rope. Plain Rope. Jetzt brauchen wir nur noch Cloth. Und one Lock. Gucken wir mal, ne? Ich bin so also busy. Ist was drin? Cloth. Auch nicht schlecht, einfach mal so ein Tuch an der Wand hängen. Ah, that's funny. Brauchen wir nur noch einen Lock. So. Boah, das ist böse. Gucken wir mal. Ein Lock brauche ich noch. Hast du noch was für mich hier hin? One lock, no more stacking, okay? I'm a little lost. Have you covered the whole island? Scattered on the ground. Ja, dann weiß ich doch. Da oben. Haben gesehen. Haben erhascht am Horizont. Habt ihr das gesehen? Ich den erhascht habe, ey. Kommt man denn auch? Geil, man kann sich ja richtig da auch nicht so. Nein, ich will keinen Baum hochklettern. So, Sterne wachsen auf Bäume. Und da haben wir einen Lock. Und sind damit mit dem ersten Quest, sage ich jetzt mal so frohlockend, fertig. Grafisch finde ich das echt schön. Muss ich zugeben für ein PS2 Game. Thanks, Sora, I found something today too. Here's yours. Here's yours. Obtain potion. Tired, want to call it a day. Yeah, let's go home. Morgen machen wir fertig. Scheiße da. Nein, nein, eine Katze, so, nein. Henry's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. Wovon labert der Tünnis denn? So, wir können eine PlayStation 2 kaufen, wenn man ohne zocken. Dann wäre der nicht so ein Spießertyp. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kari, thanks. Harry Sangs. You're welcome. Ja, die nehmen wir nicht ernst. Glaube ich reif, Mickey Maus und Goofy zu treffen. Gibt's die überhaupt eine Mischung? Ich weiß es gar nicht. Aber Goofy bestimmt. Paupu Fruit. If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? Wohin denn schon wieder hin? So ein Quatschkopf, ne? So ein Quatschkopf.
Hab ihn lange nicht gesehen. Ach Jungs, das Spiel besteht doch nur aus Cutscenes. Ich will doch ein bisschen spielen jetzt. Mann. Donald Duck? Geil. Donald. Kann ich nicht, Donald Duck. Geil, originaler Synchronsprecher von Donald Duck. Wer ist Majesty? Majesty Mickey Mouse oder was? Ah, Pluto! Ich bin's, Mickey Mouse! Pluto bei Fuß! Ja. Tut sich da was? Weiß ich nicht. Goofy! Jawohl. Ritter Goofy. Aua. Richtiger Mage, der Donald. Hey there, Donald. Good morning. We've got a problem, Dirty. But don't tell anyone. Ooh. Queen Minnie? Daddy, oh, Minnie Mouse. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? Boah, der hat mal einen... Geil. Geil, ey. Freude. Ein bisschen spielen würde ich gerne wieder. Was soll ich denn machen? Steht da einer am Bootssteg? Hey Sora, have you heard about the legendary power of the Paupu Fruit? Paupu Fruit? They say, if you share it with someone you really care for, it binds you together forever and ever, through eternity. It's so romantic. I gotta try it sometime. Boah, ist die hungrig auf meinen Cock oder was? Ich hoffe mal nicht. Ich hole mir jetzt so eine Frucht da und dann nehme ich den. Wann hat der denn zusammen? Me and Titus? We are gonna do a exploring today. You know, to the secret place at the base of that tree. There's gotta be something there, yeah? Wie komme ich denn da rein? Secret place, da gehe ich rein. Das lasse ich mir nie entgehen, Jungs. Ja, die Tür ist aus Holz, Mann. Tritt die einfach ein und fertig. Naja, gut. Seashore. Gehen wir wieder zurück. Und gucken mal, was so sonst noch so ansteht. Da hinten auf die Insel müssen wir so oder so. Da schwirrt nämlich auch noch so ein schönes rum. Ich wollte mal eigentlich jetzt auf den Baum hier gerne. Das klappt. Mir so eine Frucht dazu holen. Das klappt glaube ich nicht. Nee. Scheiße. Kann ich auf den Wasser springen? Nein, natürlich nicht. So. Naja, also der will da Exploring machen, dann fragen wir mal den da hinten, was er will. Ich dachte, ich besorge der einen jetzt mal so eine Frucht da. Dann sein könnte, dass er ein Quest ist. I think you've gotten stronger, but odds are you're still no matter what you.
Boah, hat mir meine Brust zerrissen. He whipped us all. Well, I guess Kyrie can always count on him. Boah. Ja. Da überbringt mir dann jetzt. Darf ich eine Stunde suchen, was ich überhaupt machen muss? Was ist denn da rum? Kann ich den Baum hier aufklettern? Cove. Was ist denn eine Cove? Nein! Ach, ich bin so dulle. Ah, okay. Das Klo sucht Granny. Hilft jetzt hier Riku? Nö. Vielleicht wächst er sich an, ich hab keine Ahnung. Obtained Mushroom. Aha. Oh. Nein, hier ist er. Holen wir uns, komm schon! Nein! Hi! Hey Sora, our ref still needs a name. Let's see, how about Highwind? What would you call it? Wie gehe ich da zurück? Delete. Whoops. Wood. Oh, Wutzboot. Ja, sicher, Wutzboot. Me well, Wutzboot. Wutzboot. Hey, how about the usual? Let's do it. Take any route you want. With our race? Kann ich die Slackline da nehmen? Oh, race to the star. First one to take the tree and make it back their wings. I'm captain. And if you win, I get to share the palfrey with Kyrie. Huh? Deal? The winner gets to share a palfrey with Kyrie. Wait a minute. Okay, on my count. Oh, die stehen also beide auf die. Boah, ganz locker nimmt der Sora das. Hä? Ey, das ist aber unfair. Komm, nimm Maß, Kollege. Ist das unfair? Ach, Mann. Macht ja nichts. Weil die Steuerung nur von Billo ist. Ja! Genau! Das gibt's ja gar nicht! Ist doch richtig, oder? Bin doch richtig. Kann jetzt nichts machen, aber ich gehe mal davon aus. Wo ist er denn? Ach, er ist schon wieder am Rückweg. No. Ah, who makes it back here? Ach so. Ja, dann soll er da die Frucht mit seiner doofen Kairi da teilen. Da ist mir sowas von Lachsschuh. Wir haben tagged the checkpoint. Ach Jungs! Wie tagge ich denn den Checkpoint? Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Mann, ich hab, wenn Ordnung gut ist, das ist doch unfassbar. Ich muss da jetzt in die Stunde. Kann doch nicht deren Ernst sein. Ist doch nicht deren Ernst. Jetzt. Keine Ahnung, wie man die Slackline nutzt. Hätten sie gerade nochmal gewinnen können. Das ist die Sache.
komm, ey, das ist doch... Das ist doch wieder reine Provokation. Mann, so eine Buggy-Kamera-Kacke hier und dann so. Aha. Ja, toll, jetzt habe ich einen Check und... Naja. Keine Ahnung. Alle Knöpfe mal gedrückt. Und dann kann ich zu Fuß zurück. Meine Güte, da brauche ich fast eine Stunde oder was? Unfassbar. Soll man sich die Frucht durch eine Kimme schieben? Meine Güte, interessiert mich so ein Kleinkind da. Wie? Aber das heißt nicht Wutzboot. Okay, it's a race. I'm gonna leave you in the dust. Das will ich jetzt gewinnen. Ne? Schubs da nicht! Mann, das ist unfair! Ich kann nicht! Mann! Schon wieder über alle Berge. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ja, viel habe ich jetzt von dem Spiel nicht kennengelernt, muss ich zugeben, aber... Allein, dass man hier nicht abbrechen kann. Mann, komm, geh da einfach durch und fertig. Lass sein. Man kann tatsächlich nochmal Restart drücken. Okay, vielleicht sehe ich mal eine Chance über uns. Wusch! Wo geht der denn wieder lang? Über außen. Da will ich die Slackline bekommen. Bekomme ich ja nicht mehr. Ach komm! In diesem Sinne, verpiss dich doch, Mann, du Kollege da, du Schlunz. Mann, ey. Ich will doch einfach nur mit dem scheiß Floß fahren. Ohne ich das Rennen nicht gewinne, schaffe ich das wohl auch nicht. In Level 2 spielen seit 37 Minuten und es bringt nichts mehr. Ich finde da nicht rein. Es tut mir leid, es macht mir keinen Spaß. Nicht wirklich im Zwischenzeit, ich kam noch mal was. Ich bin noch nicht richtig im Gameplay hinterher, wenn wir dann in der Mickey Mouse Welt da sind oder so. Keine Ahnung, aber im Moment nicht. Und deshalb breche ich das hier ab. Kingdom Hearts für die PlayStation 2 ist nicht mein Ding, habe ich vorher erwartet. Deshalb bin ich noch nicht mit so viel Hoffnung reingegangen. Und deshalb finde ich es auch nicht schlimm. Es ist ein Top-Game, den nehme ich an, sonst würden es nicht so viele lieben. Für mich leider nicht. Tut mir leid. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Restdienst und wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Let's Play. Bleibt dran.